Fröhliche, ganz normale, junge Männer. Aber vielleicht doch nicht so normal, sondern besonders. Sie alle nämlich sind auf dem Weg in der Nachfolge Christi. Ihr Ziel? Priester werden. Im Priesterseminar in Augsburg wohnen zurzeit 38 von 60 Seminaristen. Einige befinden sich nämlich außerhalb. Unter ihnen Marco Schrom. Nach einigen Umwegen hat auch der 38-Jährige seine Berufung erkannt. Markus Schrom ist insofern ein ungewöhnlicher Kandidat, weil er schon das Studium längere Zeit abgeschlossen hat und bereits als Laie im pastoralen Dienst der Kirche stand und jetzt in diesem Dienst noch einmal die Berufungsfrage gestellt hat und entdeckt hat, dass er gerne den priesterlichen Dienst ausüben möchte und sich jetzt noch einmal ganz intensiv auf diese besondere Aufgabe in der Kirche vorbereitet hat. Einmal entschieden, ging alles recht schnell. Schrom lebte zunächst ein Jahr im Priesterseminar, wo er nebenher als Religionslehrer an einer Realschule arbeitete. An dieses Jahr schloss sich dann der Pastoralkurs. Diese Zeit in einer Praktikumspfarrei dient der näheren Vorbereitung auf den Empfang der Diakonen und der Priesterweihe. Marco Schrom hat aufgrund seiner vielfältigen pastoralen Vorerfahrungen eine verkürzte Zeit in seiner Pfarreiengemeinschaft gehabt. Eigentlich aber durchlaufen die Seminaristen eine 7- bis 8-jährige Ausbildung, eine lange Zeit. Die Ausbildung zum Priester ist zum einen die akademische Ausbildung, das heißt das theologische Studium, das an den Fakultäten absolviert wird, ein 10-semestriges Studium. Dazu parallel die Seminarausbildung, die ausgerichtet ist auf die geistliche, menschliche Ausbildung und Vertiefung sozusagen der Berufung, Jesus Christus zu folgen, diesen Dienst als Priester für Gott und die Menschen zu tun. Verständlich, dass den drei ausbildenden Priestern im Seminar eine wichtige Aufgabe zukommt. Sie bilden die Seminaristen im Geistig-Geistlichen aus und geben Ausbildungseinheiten, wie Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen gefeiert werden. Auch die Gemeinschaft mit den anderen Seminaristen ist hilfreich. Es geht um eine geistliche und menschliche Reife und die kann sich nur einstellen in einem Gemeinschaftsleben, wenn man herausgefordert ist durch andere Personen, wenn man Rücksicht nehmen muss, wenn man Rückmeldung bekommt auf den eigenen Weg, das eigene Verhalten. Und da versuchen wir im Seminar uns gegenseitig zu korrigieren, von der Ausbildungsleitung her, aber auch in der Gemeinschaft, die auch diese Wirkung entfaltet. Auch um vorbeugende Maßnahmen bemüht man sich in der Priesterausbildung. Offiziell ist dabei von der Prüfung der psychosozialen Befindlichkeit die Rede. Zum einen ist eine größere Aufmerksamkeit in diesem Bereich natürlich eingetreten, wenngleich wir von der Priesterausbildung her sagen können, dass der Maßnahmenkatalog, der jetzt auch noch einmal schriftlich gefasst wurde, in den allermeisten Punkten bereits in der Priesterausbildung selbstverständlich ist seit vielen Jahren. Gerade auch so die psychosoziale, psychosexuelle Reife ist ein entscheidendes Berufungskriterium, auch ein Eignungskriterium für den priesterlichen Dienst, das ich als Regens auch mit gutem Gewissen dem Bischof empfehlen kann, diesen und jenen Kandidaten kann er zum Priester weihen. Doch zurück zu Marco Schrom. Nicht mehr lange und er erhält die Priesterweihe. Gemessen an seinem eher ungradlinigen Weg ging das flott, wie er sagt. Und das ist für ihn auch gut so. Ich freue mich besonders auf die Begegnungen mit den Menschen, was ich jetzt auch schon gehabt habe. Und da nochmal ganz verdichtet auch selber Christus zu repräsentieren und seine Gegenwart noch ganz konkret zu zeigen zu können und den Menschen ja, hinzuweisen auf die Begegnung mit Christus. Die Begegnungen mit Menschen, auf die er sich so freut, schon jetzt macht der Nochdiakon solche Erfahrungen. Für seine Pfarrei übernimmt er alle Krankenbesuche mit Krankenkommunion. Heute bereitet Marco Schrom sich auf den Besuch bei Maria Seitz vor. Also für mich bedeutet das, die Menschen, die nicht zum Gottesdienst kommen können, auch mit Jesus in Berührung zu bringen und ihm seine Gegenwart zu bringen und auch den Kontakt zur Pfarrgemeinde zu halten. Auch Maria Seitz ist dankbar und überglücklich, denn sie kann nicht mehr selbst zur Kirche gehen. Für sie ist der ganze Tag besser, wenn Diakon Schrom sie besucht und sie gemeinsam beten und sich unterhalten können.
Außerdem gehört auch die Mitgestaltung der Gottesdienste zu den Aufgaben des zukünftigen Priesters. So darf er das Evangelium vortragen und predigen, wie hier, als er der Gemeinde die Lehre der göttlichen Dreifaltigkeit erklärt. Die letzten 2 Jahre in der Priesterausbildung waren für Marco Schrumm verbunden mit Herausforderungen. Das habe ich auch als sehr intensive Zeit erlebt und auch als eine sehr fordernde Zeit, die mich selber fordert, das nochmal ganz klar anzugehen, was Berufung jetzt auch heißt und mich auch ganz darauf einzulassen, auf den Weg mit Christus. Die Ausbildung von Marco Schrumm ist nun beendet. Morgen beginnt sein neues Leben als Priester.